Eine Eilmeldung, also Breaking News ist es nicht mehr. Das, was gestern in Solingen passiert ist, das weiß um diese Uhrzeit am Sonntag ein jedes Kind. Jo, die vorangestellten Bilder zeigen es. Ein Amalgam für Jüngere unter euch. Amalgam, das sind sehr schädliche Zahnfüllungen. Das ist ein Mix, ein toxischer, der deinem Körper überhaupt nicht mehr gut tut. Deshalb werden Amalgamfüllungen auch nicht mehr gebraucht. Das allerdings wurde durch die Zahnärzte und auch durch andere Leute wurde das lange, lange angezweifelt. Mittlerweile ist es allen bekannt, Amalgamfüllungen müssen raus. Also dort haben wir vorangestellt ein Amalgam dieser Dinge, die sich in Solingen abgespielt haben vor dem Attentat. Und das ist sehr, sehr bezeichnend für das, was hier an Amalgam politischen Irrsinns unterwegs ist und nicht nur in Solingen. Aber da hatten sie nun ein Festival der Vielfalt anberaumt und ob es gut besucht wurde, das kann ich nun nicht sagen. Vielfältig ist es dann schon zugegangen in der Stadt der Klingen. Eigentlich dürfte es einem die Sprache verschlagen und auch auf dem Internet. Ihr könnt ja mal zurück scrollen und dann seht ihr dort einen Kommentar auf X, ehemals Twitter, so eines Vertreters dieser bunten Vielfalt, der angesichts der Frage eines anderen Menschen, der twittert, da so richtig tolerant, bunt und weltoffen lospoltert, um das mal ganz freundlich zu sagen. Wir sehen auch unsere Innenministerin, die, to put it in a nutshell, um es kurz zusammenzufassen, sagt, der Bürger hat ein Recht auf innere Sicherheit. Das geht komplett schief unter Nancy Faeser. Und ich frage mich auch, wo jetzt diese Leute bleiben, genauso wie der Freund auf Twitter, die ständig ihren Gratismut raushängen lassen, so wie Udo Lindenberg und andere Prominente. Ich frage mich auch, was die Omas gegen rechts tun werden. Aber wenn man ihre, ja, Produkte so sieht, die Produkte ihres Irrsinns, wenn sie tanzend irgendwelche dummen Liedchen singen, ja, wenn man sich das so anschaut, dann bezweifle ich, dass sie jetzt mal auf die Straße gehen werden für die innere Sicherheit und für eine Migrationspolitik, die den Namen verdient. Denn unter Nancy Faeser werdet ihr das selbstverständlich nicht bekommen, denn die ist vollauf beschäftigt eben mit diesem Kampf gegen rechts. Und wir dürfen genauso wie unter Angela Merkel, die das Ganze losgetreten hat, diese pummelige Hosenanzugträgerin, harmlos sah sie ja aus, aber sie war alles andere als harmlos. Ja, jetzt werden die Textbausteine wieder zusammengesetzt und in der Tagesschau oder im Heute-Journal wird dann von einem arabisch aussehenden Mann gesprochen, der sich auf der Flucht befindet. Und sie werden dann unter Umständen, ist ja nun mal so eine Vermutung, feststellen, dass eben derselbe, wenn sie ihn denn fassen, psychisch gestört ist. Als seien nicht alle Leute, die solche Dinge machen, irgendwie psychisch außerhalb der Normalität. Ja, damit meine Grüße an Solingen, die Stadt der Vielfalt. Und ach ja, da gibt es dann ja auch Leute in Solingen, die an Schleuserskandalen beteiligt waren, sich damit die Tasche gefüllt haben. Also insofern schließt sich da schon der Kreis. Dann natürlich auch mit Herrn Reul. Ich kann den Mann nicht mehr sehen. Der wird heute in den Zeitungen abgebildet mit einem trauertriefenden Gesicht. Als hätte er nicht mit seiner Partei einen großen Anteil an den Resultaten der verfehlten Politik seiner Partei, geführt von Angela Merkel.